Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Elektroauto-Umsteiger. Was macht man denn eigentlich mit seinem Elektroauto, wenn nach ein paar Jahren der Akku nur noch die Hälfte der ursprünglichen Kapazität hat? Das hat mich neulich ein Kollege gefragt, als wir über Elektroautos sprachen. Und ich habe irgendwas geantwortet mit, ja, so stark verschleißen die Akkus ja gar nicht und außerdem geben die Hersteller auch noch irgendwelche Garantien ab. Aber so richtig qualifiziert konnte ich nicht antworten. Und das, obwohl wir seit über 2 Jahren ein Elektroauto fahren und der Akku ja nun mal das teuerste Bauteil eines Elektroautos ist. Ich habe also mal nachgeforscht, wie stark verschleißt so ein Akku denn wirklich realistischerweise? Womit muss man rechnen? Und welche Garantien geben die Hersteller denn nun wirklich? Und wie kann ich als Besitzer, als Fahrer eines Elektroautos die Alterung des Akkus beeinflussen? Ich habe nachgeforscht und meine Ergebnisse bekommt ihr in diesem Video präsentiert. Fangen wir mal damit an, das Thema etwas aufzudröseln mit der Frage, wie viel Kapazität verliert ein Akku eines Elektroautos in den ersten Jahren seiner Nutzung? Ich habe Akku gesagt, oft sagt man ja auch Batterie. Aber wenn man es genau nimmt, ist es ein Akku, denn er ist ja wieder aufladbar. Und so ein Akku unterliegt nun mal einer natürlichen Alterung und weiterhin durch die Nutzung wird er beansprucht. Und das führt zu der sogenannten Degradation, sprich die verfügbare Kapazität des Akkus geht zurück. Und wenn die verfügbare Kapazität zurückgeht, bedeutet das automatisch auch, dass die Reichweite des Elektroautos zurückgeht, denn der Verbrauch verändert sich ja normalerweise nicht. Ja, ich wollte mir zuerst mal ein Bild davon machen, was denn bei unserem Auto so passiert ist bisher. Das ist 2,5 Jahre alt, ein Kia e-Niro und hat knapp 60.000 Kilometer auf dem Puckel. Und da wollte ich mal schauen, wie viel der ursprünglich verfügbaren Kapazität ist denn bei dem Fahrzeug noch vorhanden. Und wie es um den Akku steht, das kann man zum Beispiel auslesen mit so einem kleinen Gerät, einem OBD-Adapter. Der kostet auch nicht so viel Geld. Ich glaube, 20 Euro habe ich dafür bezahlt, wenn ich mich nicht irre. Und den schließt man an den OBD-Anschluss des Fahrzeugs an und nutzt dann eine App. Ich habe die App CarScanner benutzt. Und auf dieser App kann man dann Daten aus dem Batteriemanagementsystem, dem BMS des Fahrzeugs, auslesen. Und was sieht man dann? Sehr viele Daten, viele bin ich nicht in der Lage zu interpretieren. Also hier sieht man jetzt BMS, steht eben für Batteriemanagementsystem. Man sieht, dass bisher 12.132 Kilowattstunden geladen wurden. Das macht ungefähr 190 Ladezyklen bei einem 64 Kilowattstunden Akku, wie wir hier drin haben. Man sieht 11.589 Kilowattstunden entladen. Das gibt eine Differenz von 543 Kilowattstunden. Da frage ich mich, ob das Ladeverluste sind. Da bin ich tatsächlich überfragt. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Und wenn ich jetzt nur die entladene Strommenge nehme und teile sie durch die gefahrenen Kilometer, dann komme ich auf einen Durchschnittsverbrauch von ungefähr 19,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist viel für einen e-Niro und entspricht nicht dem in dem Bordcomputer angezeigten Verbrauch. Der liegt eher bei 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer im Jahresschnitt. Wie sich diese Differenz erklärt, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht ganz. Operating Time sieht man 2736 Stunden. State of Charge nach BMS, also Batteriemanagementsystem, sagt 94%. Im Autodisplay angezeigt werden 100%. Ich habe ihn nämlich gerade vollgeladen. Ziemliche Differenz also zwischen dem, was einem angezeigt wird und dem, was tatsächlich im Hintergrund verfügbar ist. So, und dann sehen wir, State of Health, also Gesundheitszustand der Batterie, liegt bei 100%, sagt das Batteriemanagementsystem. Diese Diagnostik sagt also, dass noch die volle Kapazität zur Verfügung steht, es keinerlei Degradation der Batterie gegeben hat. Das freut mich erstmal. Die Frage, die sich da stellt, ist aber, kann das sein? Stimmt das wirklich? Also dazu muss ich erstmal sagen, einen Reichweitenverlust festgestellt habe ich auch noch nicht im Alltag. Aber man muss auch sagen, dass diese Art des Auslesens der Akkugesundheit nicht die genaueste ist. Da kann man wohl auch auf ziemlich komische Werte kommen, die mit der Realität nicht so viel zu tun haben. Es gibt deutlich bessere Tests, zum Beispiel vom Anbieter Avilo.
Der kostet ungefähr 99 Euro, glaube ich. Und man bekommt ein Gerät, welches auch an den OBD-Adapter angeschlossen wird. Und dann fährt man ein paar Stunden oder Tage mit diesem Messgerät rum. Wichtig ist, man muss es anschließen, wenn man den Akku zu 100% vollgeladen hat. Und man fährt dann den Akku auf 10% runter. Und es geht darum zu ermitteln, wie hoch die entnehmbare Menge an Energie ist. Denn das ist letztendlich der relevante Faktor für die Reichweite. Dann bekommt man ein sehr ausführliches Protokoll von Avilo. Das sieht hier so aus. Es gibt auch neuerdings einen Flash-Test, insbesondere für gewerbliche Kunden, der das Ergebnis schon in 3 Minuten liefert, aber der ist, glaube ich, noch nicht so verbreitet und auch teurer, wenn ich das richtig weiß. Diese Tests sind also wesentlich verlässlicher als das Auslesen in 1, 2 Minuten im Stand, welches ich gemacht habe mit dem OBD-Adapter. Also, dann stellt sich ja jetzt die Frage, was sagt denn Avilo? Ich habe jetzt keinen Test gemacht bei meinem Auto mit Avilo, das war mir dann doch zu teuer. Aber man kann sich ja Tests von anderen Kia e-Niro anschauen, die ähnliche Laufleistung haben. Und da sieht man, ja, das kann tatsächlich sein, dass noch keinerlei spürbare Degradation eingetreten ist. Ich habe mir Daten geholt hier von Karla.se. Das ist eine schwedische Website, eine Verkaufsplattform für Elektroautos, gebrauchte Elektroautos und Plug-in-Hybride. Und die machen es so, dass sie bei jedem Auto, welches sie anbieten auf der Website, auch einen Batterietest gemacht haben und die Ergebnisse des Tests veröffentlichen. Und hier haben wir einige Daten von Kia e-Niros, also dasselbe Fahrzeug, das gleiche Fahrzeug, welches wir fahren. Und die werden hier auf der Plattform angeboten und tatsächlich scheint es in den ersten Jahren kaum einen Reichweitenverlust zu geben. Jedenfalls nicht spürbar für die Nutzer, nicht messbar mit Avilo. Meine Vermutung ist, dass Kia hier Kapazität versteckt am Anfang. Sie haben einen Puffer eingebaut in den Neuwagen. Und das bedeutet, die Batterie verschleißt also schon. Aber das passiert im Hintergrund. Der Puffer wird aufgebraucht. Aber als Nutzer des Fahrzeuges merkt man das nicht, weil die Reichweite, die einem zu Beginn zur Verfügung stand, steht einem auch nach 1, 2 Jahren noch zur Verfügung. Anders scheint es bei Tesla zu laufen. Also wir schauen uns hier mal Daten für Tesla an, die auch auf Karla.se angeboten wurden und deswegen auch Avilo-Steckbriefe haben. Und hier haben wir einen für den Nutzer deutlich spürbaren Kapazitätsverlust in den ersten Jahren. Und soviel ich weiß, liegt es daran, dass Tesla eben keinen Puffer einbaut, sondern dem Nutzer am Anfang die komplette Reichweite zur Verfügung stellt oder zumindest den Großteil zur Verfügung stellt, also nur einen kleinen Puffer haben. Also man bekommt am Anfang die volle Kapazität, das kann man als Vorteil sehen. Nachteil ist, man spürt nach 1 bis 2 Jahren auch schon eine deutliche Verschiebung, einen Reichweitenverlust. Also es hat Vor- und Nachteile. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, was ihr bevorzugen würdet. Björn Nyland, übrigens ein norwegischer YouTuber, macht seine eigenen Messungen zum Akkuverschleiß. Er hat seine spezielle Methode dafür und veröffentlicht auch seine Ergebnisse im Internet. Kann man hier sehen. Und er kommt zu anderen Werten bei Tesla Model 3 Fahrzeugen als Avilo. Seine Zahlen zeigen zwar auch eine deutliche, aber dennoch eine geringere Degradation als die Avilo-Werte. Welche Zahlen jetzt stimmen, das kann ich nicht beurteilen. So, spannend vielleicht noch, wie sieht es aus mit Avilo-Werten bei anderen Herstellern? Ja, da würde ich sagen, basierend auf den Beispielen, die wir hier sehen, das ist irgendwo zwischen den Werten des e-Niro und der Teslas. Nicht ganz so viel wie bei den Teslas, aber ein bisschen mehr als bei den e-Niros. Also, was ist die Schlussfolgerung bisher? Wie stark ein Auto, ein E-Auto an Reichweite verliert in den ersten Monaten und Jahren hängt sehr stark vom Modell ab, welches man erwirbt. Da kann man schlecht pauschale Aussagen machen. Manche verbergen die Anfangsdegradation und andere tun das eben nicht. So, das waren ja jetzt alles Fahrzeuge, die noch relativ jung waren, relativ geringe Laufleistungen hatten. Wie sieht es denn jetzt langfristig aus? So ein Auto wird ja auch irgendwann mal älter als 1, 2 Jahre und bekommt einige Kilometer mehr auf den Buckel. Also zunächst mal nochmal wichtig an der Stelle hier ist, die Batterie eines Elektroautos kann man nicht vergleichen mit dem Akku eines Handys. Und das liegt daran, dass alle modernen Elektroautos ein Batteriemanagementsystem mit einem Thermalmanagement haben, um die Temperatur des Akkus
zu regulieren und zu schnellen Verschleiß zu verhindern. Das heißt, manchmal kühlen sie den Akku, manchmal erwärmen sie den Akku, sodass der Akku immer eine gute Temperatur hat. Und so etwas hat ein Handy nicht. Und deswegen halten Akkus von Elektroautos deutlich länger als Handy-Akkus. Ich habe da eine interessante Studie im Internet gefunden. Geotab, nehme ich an, heißen sie, eine Mobilitätsplattform aus den USA, die haben eine Studie veröffentlicht, in der Daten von 21 verschiedenen Modellen mit insgesamt 6300 E-Autos ausgewertet wurden. Also ganz schön viele Daten. Und was haben die rausgefunden? Nun, sie sagen, im Schnitt verliert ein Akku 2,3% seiner Kapazität pro Jahr. Unter günstigen Bedingungen sind es 1,6. Das ist natürlich wirklich jetzt nur im Schnitt über alle untersuchten Fahrzeuge. Spannend finde ich dabei, die Degradation verläuft nicht linear. Hier sehen wir eine Kurve und erst ist es so, dass relativ viel Alterung eintritt in den ersten ein, zwei Jahren, dann über einen längeren Zeitraum relativ wenig und dann ganz am Ende kommt wieder ein deutlich stärkerer Anstieg des Verschleißes. Sie sagen auch, es gibt Puffer im oberen und unteren Spektrum, die unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Und das deckt sich ja genau mit dem, was wir vorhin gesehen haben bei den Daten. Bei den Tesla-Modellen hat man eben einen deutlichen Kapazitätsverlust in den ersten zwei Jahren vorhin in den Daten gesehen. Das ist eben genau diese abfallende Kurve, die spürbar wird, wenn man diesen Verschleiß eben nicht versteckt durch einen Puffer. Beim Kia hat er auch stattgefunden, aber er wurde eben nicht so sichtbar für uns als Nutzer. Und man kann jetzt davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren sowohl der Tesla als auch der Kia, nachdem sie jetzt erstmal ein, zwei Jahre Degradation hatten, der Kapazitätsverlust in den nächsten Jahren sehr gering ausfallen wird, bis sie eben ihr Lebensende irgendwann erreichen. Weitere Schlussfolgerungen der Studie: Es gibt einen messbaren Unterschied zwischen verschiedenen Modellen. Das haben wir ja vorhin auch schon bei den Daten der jüngeren Gebrauchten gesehen. Und das liegt an Unterschieden in der Zellchemie und das liegt auch an Unterschieden im Thermalmanagement. Die Autos machen das unterschiedlich gut. Man hat auch herausgefunden, Elektroautos in kälteren Regionen halten sich länger als in heißen Regionen, zum Beispiel Arizona. Ja, das kann man jetzt natürlich schlecht beeinflussen, es sei denn, man zieht um. Aber vielleicht ist auch das ein Faktor dafür, dass Elektroautos in Norwegen so populär sind. Ich weiß es nicht. So, Sie sagen ja auch, nach vielen Jahren und Kilometern gibt es nochmal einen deutlichen Kapazitätsabfall. Irgendwann gibt so eine Batterie dann eben doch ihren Geist auf. Das waren die Ergebnisse der Studie von Geotab. Und dann habe ich mir noch Daten zu älteren Elektroautos mit hohen Laufleistungen angeschaut. Da gibt es nicht so viele, weil es eben auch noch nicht so viele sehr alte Elektroautos gibt. Aber ein paar Beispiele habe ich gefunden. Da gibt es zum Beispiel eine Studie, die nennt sich Tesla Impact Report von 2019, also schon ein bisschen älter. Da hat man Model S und X nach 200.000 Meilen im Schnitt sich angeschaut. 200.000 Meilen, das sind ja immerhin ja, über 350.000 Kilometer. Und die hatten noch mehr als 80% ihrer ursprünglichen Reichweite im Schnitt. Haben sich also ganz gut gehalten. Dann gibt es einen Artikel von Electriv.net zu Akkus von Renault Zoe. Renault hatte ja früher seine Akkus in den Zoes nur als Mietmodell angeboten und war weiterhin Eigentümerin der Akkus. Und dadurch haben sie viele Daten bekommen und sie haben da eine interessante Statistik zur Haltbarkeit der Batterien veröffentlicht. Und demnach sind über 99% aller seit Marktstart 2013 im Renault Zoe eingesetzten Akkus noch voll funktionsfähig. Dieses Studio war im Jahr 2022. Also weniger als 1% der Akkus mussten ausgetauscht werden, weil sie eben unter diese Garantie gefallen sind. Ja, auch Björn Nyland hat einige Akkus mit hoher Laufleistung getestet, mit seinem Spezialtest. Und er hat herausgefunden, dass Fahrzeuge mit mehr als 150.000 Kilometern meist noch etwa 90% ihrer Reichweite behalten haben. Nur ein Fahrzeug hier mit einer stärkeren Batteriealterung sehen wir, ein 7 Jahre alter VW e-Golf, weist 18,5% Kapazitätsverlust auf. Zu beachten ist hierbei, das ist ein relativ kleiner Akku von 24 Kilowattstunden, den er hat. Und so ein kleiner Akku verschleißt tendenziell schneller. Das ist einfach so. Kleinere Akkus haben automatisch mehr Ladezyklen und dadurch verschleißen sie auch schneller. Auch für Avilo habe ich einige Tests gefunden mit
für Fahrzeuge mit hoher Laufleistung. Also hier nochmal ein paar Daten und sehr unterschiedliche Resultate, wie ich finde. Und es ist schwer zu sagen, ob das an der Nutzung oder am Modell liegt. Aber nur ein Fahrzeug mit einem aus meiner Sicht wirklich kritischen Kapazitätsverlust von 30% finden wir hier. Alle anderen Fahrzeuge liegen trotz der intensiven Nutzung bei 80% Restreichweite oder teilweise sogar deutlich mehr. Ein Extremfall ist der Tesla mit 514.000 Kilometern und 81% Degradation. Dieser Akku wurde in einem Video auf dem Kanal von InstaDriver berichtet, ist wenig später kaputt gegangen. Was daran lag, dass Feuchtigkeit eingedrungen ist, also nicht, dass der Akku an sich den Geist aufgegeben hätte. Also, es scheint mir so, dass, wenn ich mir all diese Zahlen anschaue, dass die Akkus in den Elektroautos ganz schön lange vernünftig nutzbar sind. Das ist zumindest das, was diese Zahlen hier anzeigen. Das bringt mich nochmal zu der Frage, was kann ich denn als Nutzer, als Fahrer eines Elektroautos tun, um den Akkuverschleiß zu verhindern? Also ganz verhindern lässt er sich nicht, weil die Alterung und die Nutzung fordern einfach ihren Tribut. Da kann man nichts machen. Aber es gibt doch zwei Tipps, die ich immer wieder gefunden habe, als ich recherchiert habe und die ich jetzt hier mit euch teilen möchte. Der erste Tipp ist, lieber langsam laden. Schnellladen, also Gleichstrom an Schnellladesäulen an der Autobahn typischerweise, schaden dem Akku mehr als das langsame Laden, zum Beispiel zu Hause mit der Wallbox oder an der Steckdose oder an der öffentlichen Ladestation mit Wechselstrom. Der zweite Punkt, der zweite Tipp ist, Extreme vermeiden. Den Akku im Alltag am besten nur zwischen 20% und 80% nutzen. Schlecht ist es insbesondere, wenn man den Akku auf 100% auflädt und dann das Fahrzeug lange Zeit rumstehen lässt, einige Tage. Das mögen die meisten Akkus gar nicht gerne und führen zur schnelleren Alterung. Es gibt eine Ausnahme, die sogenannten LFP-Akkus, wie sie in den Tesla Model 3 und Model Y Standard Range verbaut sind mittlerweile. Und auch im MG4 mit der kleineren Batterie gibt es einen LFP-Akku. Den macht eine Aufladung auf 100% nichts aus. Das können Sie gut vertragen und dadurch altern Sie nicht schneller. Kommen wir zum Fazit. Was würde ich meinem Kollegen denn mit dem nun gewonnenen Wissen antworten auf seine Frage? Wie sieht das aus mit der abnehmenden Kapazität des Akkus in Elektroautos? Nun, zunächst mal, es stimmt, dass die Kapazität mit der Zeit zurückgeht. Das ist so. Wie stark sie zurückgeht, das hängt sehr stark vom Modell ab und auch von der Nutzung. Man kann das selbst ein bisschen zumindest beeinflussen. Eine Reduktion von 10% bis 20% muss man nach ein paar Jahren schon einkalkulieren. Das ist realistisch. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Reichweite des Fahrzeuges. Das sollte man auf dem Schirm haben. Das bedeutet schon was. Am Ende des Tages ist man vor ganz bösen Überraschungen allerdings gewappnet, denn alle Hersteller geben eine Akkugarantie. In der Regel sichert diese ab, dass man nach 8 Jahren oder 160.000 Kilometern noch mindestens 70% der ursprünglich verfügbaren Akkukapazität zur Verfügung hat und damit auch 70% der Reichweite. Und die Hersteller würden diese Garantie nicht geben, wenn sie nicht sich ziemlich sicher wären, dass sie diese nicht einlösen müssen oder dass der Garantiefall nicht eintritt, denn das würde ja teuer für sie. Die meisten Akkus werden also, glaube ich, wahrscheinlich sogar länger halten als die Autos, in denen sie sind. Und wenn das Auto dann irgendwann das Ende seines Lebens erreicht hat, dann werden die Akkus entweder einem Recycling zugeführt, wo die wertvollen Rohstoffe extrahiert werden, oder sie treten ein zweites Leben als Energiespeicher an, werden also auch da noch sich nützlich machen können. Habt ihr noch mehr Infos zum Thema Akkuverschleiß, dann schreibt sie gerne in die Kommentare unter das Video hier. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch freuen und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch und sage bis zum nächsten Mal.